Die Bürger da draußen verwenden inzwischen das Wort einer Demokratieinszenierung und genau das haben sie gestern getan. Wir brauchen härtere Urteile und diese Urteile wären auch jetzt schon möglich, wenn man die Gesetze wirklich auch anwendet, die wir schon haben. Meine Damen und Herren, wenn die Gesinnung stimmt, dann ist die Missachtung der Schulpflicht für Kanzlerin und Justizministerin plötzlich kein Problem mehr. Das geht so nicht. Wenn die Kirche jetzt meint, sie müsse irgendwie gegen uns bimmeln, dann hat sie sich, glaube ich, verbimmelt, liebe Freunde. Deshalb fordert die AfD-Fraktion einmal mehr, Bildungsstand und Bildungsfähigkeit müssen ein zentrales Kriterium eines zukünftigen Einwanderungsgesetzes sein.